Sozialassistenten des Oberlin-Seminars beschäftigen sich heute mit dem Zylindervergleich. Wir haben zwei unterschiedliche Zylinder, die sollen mit einer Flüssigkeit gefüllt werden, meinetwegen mit Milch. Und wir haben neben mir die Luisa, die sich bereit erklärt hat, den ersten Kommentar zu den Aufgaben zu geben. Und dann geht's weiter. Bitte, Luisa. Im Familienzentrum Regenbogen wird in der wird mit den Vorschulkindern experimentiert. A. Begründen Sie, warum die Gläser trotz gleicher Füllmenge unterschiedlich hoch gefüllt sein können. Richtig. Wir haben hier nochmal eine Skizze mit zwei Zylindern. Der eine Zylinder hat eine Höhe von 11 cm. Der Durchmesser beträgt 3 cm. Der zweite hat eine Höhe von 7 cm und einen Durchmesser von 5. Die sollen, wie du schon sagst, gefüllt werden. Zweitens sollen wir dann die Volumina bestimmen. Und drittens sollen dann die dazugehörigen Höhen bestimmt werden, wenn eine gleiche Füllmenge benutzt wird, meinetwegen von 500 Kubikzentimetern oder könnte auch von Millimetern sprechen. So, zur Beantwortung von A. Wenn die gleiche Füllmenge hier in den beiden Zylindern sein soll, dann sind die Gläser aufgrund der verschiedenen Durchmesser natürlich unterschiedlich hochgefüllt. Ich glaube, das ist fast trivial, ne? Das weiß jeder. Okay, kommen wir zu den Volumina. Wir gehen aus von einem Volumen, da wissen wir ja, Zylinder, Grundkreis mal Höhe, also Pi r Quadrat mal h. Jetzt habe ich hier den Zylinder 1. Das wäre dann Pi mal R1 Quadrat mal H1. Das bedeutet, dass dann V1 gleich Pi mal 1,5, ist ja die Hälfte von 3 cm zum Quadrat, mal der Höhe 11 cm. Und das ergibt einen Wert von 77,75 Kubikzentimeter. Der zweite Zylinder wäre dann Pi mal R2 Quadrat mal H2, dann ist V2 gleich Pi mal 2,5, wiederum die Hälfte von 5 Zentimetern zum Quadrat und die Höhe war 7 cm und das ergibt dann ein Volumen von 137,44. Kein Problem für uns, hoffe ich. Bei C heißt es ja, es soll berechnet werden, wie hoch das Ganze ist, wenn eine Füllmenge von 500 Millilitern vorhanden sein soll. Ich gehe wieder aus von der allgemeinen Volumenformel, von der hier. V gleich Pi mal R Quadrat mal H und löse die nach H auf. Dann würde das bedeuten, wir müssen durch Pi R Quadrat dividieren, damit H alleine steht. Also V durch Pi R Quadrat gleich H. Jetzt die Werte eingesetzt, dann haben wir H1 gleich V1 durch Pi mal R1 Quadrat. Das sind aber dann H1 gleich 500, hatten wir, Kubikzentimeter durch Pi mal 1,5 Zentimeter Quadrat. Dann erhalten wir eine Höhe von 7,0, also von rund 7 cm. Und bei H2 hätten wir auch wieder V2, wobei die Volumina gleich sind, durch Pi mal R Quadrat, also H2 gleich 500, wieder Kubikzentimeter hier, durch Pi mal 2,5 Quadratzentimetern und dann haben wir eindeutig einen Wert von 2,5 Zentimetern. Damit haben wir das auch rechnerisch nochmal bewiesen. Luisa, komm nochmal mit, als Vertreterin und als mutige Schülerin der Klasse, die sich heute hier bereit erklärt hat. Tafelbild stammt von der Saskia, ne? Die das eigentlich auch immer macht. Naja, machen wir halt mal bisher her. Okay, gut.